Wehrturm auf dem Monte Titano. In rund 740 Metern Höhe überragt der Berg die Republik. Aus 9 Gemeinden oder Bezirken setzt sich der Kleinstaat zusammen. Dazu zählt auch die Hauptstadt San Marino, hoch oben auf dem Berg. Von Nordosten nach Südwesten lässt sich der 61 Quadratkilometer kleine Staat in rund 3 Stunden durchwandern. Durch das Stadttor Porta Francesco gelangt der Besucher in die Altstadt. Seit 2008 Weltkulturerbe der UNESCO. Die Gassen führen zur Basilika mit der Grabstätte des Staatsgründers, der heilige San Marino. Wie einst der Steinmetz im Jahr 301, so flohen später verfolgte Christen, aber auch Juden in das seit jeher eigenständige Land. Man kann sie die älteste Republik der Welt nennen, also für mich ein ganz besonderes Land. Das Land hat ein großes Potenzial und eine wunderbare Geschichte, die eigentlich nicht so gewürdigt wird, wie es ihr zusteht. Es ist wunderschön, einmalig und vor allem sehr ruhig hier. Wachablösung vor dem Regierungspalast, dem Palazzo Pubblico. Einen König gab es in San Marino nie. Das Parlament wählt 2 Hauptleute oder Regenten für jeweils 6 Monate. Teodoro Lonfernini gehört der Regierung an. Auch wenn San Marino komplett von Italien umgeben ist, beharrt es auf seiner Unabhängigkeit. Es geht hier nicht um die Vorteile eines Staates, sondern um unsere Tradition. Unser Land ist die älteste Republik der Welt und hat seine Unabhängigkeit immer bewahrt. Und ich denke, die Einwohner San Marinos wollen eisern an dieser einzigartigen uralten Tradition festhalten. Unübersehbar die 3 Festungsanlagen von San Marino. La Guaita ist die größte und die älteste. Auf einem Wanderweg gelangt man zur 2. Anlage, La Cesta. Der Architekt Leo Marino Morganti kennt das Alter jeder Mauerschicht, auch hier am Wehrturm Montale. Die Türme wurden gebaut, um die Republik gegen feindliche Angriffe zu schützen. Wir befinden uns hier an einem Außenposten des Bezirks Montefeltro, ganz nah an der Adria. Ein Staat feiert seine Geschichte. Das Armbrustschießen ist Nationalsport der San Marinesen. Bei einem der zahlreichen Mittelalterfeste schwirren die Pfeile aus 32 Meter Entfernung auf die Zielscheibe. Die Gemeinden kämpfen um den Pokal für den besten Schützen. Die Leidenschaft für das Armbrustschießen hier in San Marino reicht weit in die Vergangenheit zurück. Das älteste Dokument darüber stammt aus dem Jahr 1339. Vergleichen lassen sich die Castelli, zu Deutsch Schlossgemeinden, nicht nur sportlich, sondern auch auf einer neuen Briefmarkenedition. Hier präsentiert sich San Marino in Miniaturformat. Etwas sehr Spezielles sind unsere Münzen und Briefmarken. Viele leidenschaftliche Sammler kommen eigens auf den Titano, um sie zu kaufen. Wirklich etwas ganz Besonderes. Die Auffahrt zum Monte Titano per Seilbahn. Seit 1959 verbindet sie das Örtchen Borgo Maggiore mit der oben gelegenen Altstadt von San Marino. In wenigen Minuten erreicht man die Piazza Libertà mit der Freiheitsstatue. Hier gibt es sogar ein Sterne-Restaurant, die Osteria Righi. Sie bietet unter anderem handgemachte Nudeln und regionale Süßspeisen. Charakteristisch ist etwa der Stringhetto. Das sind Nudeln mit sehr robustem Teig. Typisch sind auch die Süßspeisen wie die Bustrenghi aus altem Brot oder die Sahnecreme Cacciatello. San Marino, ein Staat, der immer schon allein zurechtkam, aber weltoffen geblieben ist.